Jo, Hallöchen, Freunde, und wir spielen weiter Portal 2 und haben diesmal kein Map-Pack vor uns, sondern eine Einzelmap. Und zwar eine gruselige Einzelmap. Aperture Halloween. This is Halloween, this is. Ich hab doch auf Spielen geklickt. Braucht das Spiel denn immer zwei Einladungen? Naja, wie auch immer. Also, this is Halloween, this is Halloween, Halloween, Halloween. Ja. Irgendwie muss ich mir ja auch die Ladezeit überbrücken und wenn nicht durch Singen, wie dann? Ich könnte euch natürlich auch schon mal vorab sagen, dass ich meine Portal Gun ein bisschen gemoddet habe. Ihr werdet's gleich sehen. Die sieht jetzt nämlich ein bisschen anders aus als in den vorherigen Videos. Werdet ihr gleich zu Gesicht kriegen, wenn's lädt. Jetzt kriegen wir erstmal die Namen der Mitwirkenden an dieser Map. LP Freaky war dabei und das ist schon mal ein gutes Zeichen. Aperture Halloween. Zwei Cores und ein Geschützi sitzen. Angeblich ist hier vor langer, langer Zeit einmal der Hausmeister durchgedreht und hat alle seine Mitarbeiter zerstückelt. Alles Roboter. Manchmal soll man nachts noch die Schreie hören, die der Duplikate. Von der Funktion her sind sie nicht von den Originalen zu unterscheiden, aber der Vorfall ist ja nicht in ihrem Speicher hinterlegt. Darum weiß niemand, warum sie schreien. Ist das nicht furchterregend? Aber streng wissenschaftlich gesehen ist da wohl nichts Übernatürliches dran. Ah ja, und abwärts. Ein Geschützi. Oder sowas. Die Tür ist zu. Der Geschützi ist weg. Man sieht's sogar hier in dem Objekt. Ja, das ist jetzt nämlich meine Endivion Portal Gun. Die habe ich mir selber hingemoddet. Hintergrundgeschichte dazu ist folgende. Ich hatte ja neulich in einem früheren Part mal eine Denkblockade und habe dann in einem Video nachgeguckt, wie es geht. Auf die Lösung bin ich dann auch gekommen. Aber der gute Mensch in dem Video, der hatte eine rote Portal Gun und dann erwachte in mir das Interesse, wie kommt man an sowas ran? Ich habe mich also im Internet schlau gemacht und mitgekriegt, dass man Portal Guns modden kann. Und dann habe ich mich schlau gemacht, wie geht das? Weil das hat mich dann interessiert. Und die Endivion Portal Gun ist mein persönliches Ergebnis. Und eine Modding-Anleitung, damit ihr das dann auch selber könnt, die findet ihr dann im nächsten Portal-Magazin, Ausgabe 36. Boing, die Halloween-Ausgabe auf www.portalmag.de. Und durch mein Geschwafel mache ich, glaube ich, gerade die ganze schöne Stimmung kaputt. Das ist hier nämlich eine hübsche kleine Gruselmap. Erkunden im Dunkeln. Paar kleine Schocker, paar kleine WTF-Momente. Und wo zur Hölle ging das jetzt noch mal weiter? Ach so, wenn man den Pfeil auch nicht sieht. Upsala! Autsch. Okay,
Damit hätte ich eigentlich beinahe rechnen können. Die Frage ist, wie komme ich ansonsten da vorbei? Zumindest wurde hier gesaved, das ist schon mal gut. Also, ich habe das noch irgendwie so im Hinterkopf, dass ich da irgendwie rein wollte. Aber wie ging das nochmal? Da? Nein, da komme ich nicht her. Da war ich noch nicht. Aber da scheint's nicht weiter zu gehen. An die Geschützis komme ich auch nicht irgendwie ran. Von der anderen Seite vielleicht? Nee. Da komme ich her. Da bist du. Suche Moment, Moment, ich bin auf der richtigen Seite. Ich bin an den Geschützis vorbei und bin genau da, wo ich hin wollte. Wo kommst du her? Du warst da vorhin noch nicht. Hier spukt's. Hier spukt es ganz eindeutig. Solche kleinen Momente sind es, die diese Map zu einem schönen Halloween-Erlebnis machen. Und jetzt geht's hier mal weiter. Ist da was, was man wissen sollte? Nein. Das ist, glaube ich, giftig, das Gas. Also wollen wir hier entlang. Fahre hoch. Hallo, Freund. Suche Ruhe. Okay. Hier mussten wir uns, glaube ich, die Geschützis zunutze machen. Hallo. Genau. Ziel verloren. Weil der Gute jetzt nämlich hier die Scheibe aufgeschossen hat. Tassen? Tassen. Was steht da drauf? Work, Hate, Boss oder so irgendwas ähnliches. Wie auch immer. Türklinke wäre auch ganz gut. Aber Türklinken werden ja überbewertet und die Pflanze hat auch schon mal bessere Tage gesehen. Also echt, die sollte man mal gießen. Dann kommen wir jetzt langsam mal in irgendwas, das so ähnlich wie eine Testkammer aussieht. Aber so wirklich richtige Testkammern gibt's hier sowieso nicht. Aber da war irgendein Trick.
Also Tatsache ist, das ist eine Lichtbrücke, die brauchen wir, um da rüber zu kommen. Ah. Die ganze Geschichte ist eingesperrt. Eingesperrt, eingestürzt. Nicht mal mehr Deutsch kann ich. Die Portalfläche ist jetzt natürlich beim Teufel. War das da nicht so, dass man irgendein Stückchen Portalfläche hochheben und sich so hinlegen konnte, wie man es gebrauchen kann? Meine nämlich, so eine Art Trick gab es da, als ich die Map das letzte Mal gespielt habe. Es kann aber auch sein, dass mich meine Erinnerungen täuschen und ich jetzt gerade einen völlig falschen Gedankenansatz verfolge. Aber die ganzen Pfeile sind doch so viel zu klein für ein Portal. Wenn hier auch immer alles so marode sein muss. Das große Teil können wir jedenfalls nicht aufheben. Da rauszuhüpfen bringt uns auch nichts. Moment. Ist denn da hinten drin noch was, das wir gebrauchen können? Nein. Moment. Da oben ist noch was, das hab ich jetzt übersehen. Und da ist ja auch sogar so ein lustiger Pfeil. Ja, wenn man sowas nicht sieht, ne? Genau, da ein Portal hin. Und jetzt sind wir nämlich hier, genau, und ich glaube, die Testkammer, also die Überreste der Testkammer, die mussten uns gar nicht weiter interessieren. Richtig, so war das. Ein original verpackter Geschützturm. Genau so werden die geliefert, wenn ihr die bei Aperture bestellt. Jetzt sogar sprechend. Du kannst sie benutzen, um dein Baby zu bewachen und, ja, und wie auch immer. Objekt aufheben. Ah, da ist wieder unsere Testkammer. Richtig, und das war die tragbare Portalfläche, die ich in Erinnerung hatte. Und da ist sie jetzt. Jetzt
müssen wir trotzdem die noch irgendwie... Wir müssen irgendwie trotzdem den Laserempfänger treffen. Aber wie? Autsch! Will da eigentlich kein Portal mehr rangehen, weil ich richtig treffen muss. Richtig. So ungefähr war das. Jetzt nur noch den richtigen Winkel. Richtigen Winkel, habe ich gesagt. Kirschen uns aber langsam ran. Autsch! Knapp vorbei ist auch da. Na geht doch! So war das. Und hier haben wir ein nettes kleines App. Patcher Grablicht. Das ist nur ein Laser. Ich wollte nämlich fast schon Angst kriegen, dass das wieder ein Geschützi ist. Und das ist ein gespenstisch orange erleuchteter Überwachungsraum. Und anstatt Laserempfängern haben wir hier Kerzen. Das ist auch ein sehr schönes Detail, finde ich. Den Laserempfänger hätten wir schon mal. Ich muss aber natürlich auch die zwei Kerzen treffen. Und das mache ich. Autsch. Wieso hätten wir die zwei Kerzen? Aber jetzt kriegen wir den Laserempfänger nicht mehr. Moment. Diese Portal-Placement-Helper können mich auch mal ganz gepflegt, aber das ist alles reparabel. Nämlich genau so. Hops. Kerzen. Wunderschön. Okay. Und jetzt noch ein Laserrätsel, wie es aussieht. Autsch. Ein Button für einen Reflektorcube und ein Button für einen zweiten Reflektorcube. Moment. Was ist da drin? Verstehe. Da wollen wir wahrscheinlich einen
Würfel draufstellen. Und da hinten wollen wir den anderen Würfel draufstellen. Wo ist da bis jetzt eigentlich das große Problem? Da ist noch offen. Ja, der da hinten trifft zwar, glaube ich, irgendwas. Problem ist nur, wenn ich da jetzt wieder durchgehe, dann sind natürlich meine Portale wieder weg. Toll. Toll, toll, toll. Irgendwie fehlt mir da bis jetzt noch der richtige Gedankenansatz. Also der macht einfach nur da hinten den Fissler auf. Ja. Das orange Portal muss also genau hier mittig hin. Okay. Genau da mittig. Haben wir getroffen? Haben wir, aber wir sind zu hoch. Aber niedriger geht nicht, weil wenn ich das Portal niedriger gesetzt hätte, wäre der Laser ja an dem Würfelschalter hängen geblieben. Das heißt, Das heißt, wir müssen den anderen Würfel irgendwie darüber holen und eine Weiterleitung mit den Würfeln einrichten. Mal schauen, ob uns das gelingt.
Genau so und nicht anders. Und uns wird wieder der Weg durch Geisterlichter ausgeleuchtet. Hallo, Geschützi. Ein Aufzug. Ich habe das aber nicht so in Erinnerung, dass die Map jetzt schon vorbei wäre. Ich glaube nicht. Das geht noch weiter, denn hier kommt kein Aufzug. Hier geht's abwärts! Operator Error, Molten Core Warning. Okay, dann ist halt der Kern geschmolzen auch recht. Wen interessiert's? Hallo. Hallo. Schöner Pfeil. Da bist du. Okay. Tach, ihr Geschützis. Ihr seid so merkwürdig rot. Muss mir das Sorgen machen? Hier musste ich immer den Geschützis rechtzeitig eine Lichtbrücke vor die Nase pflanzen. Okay. Dann sind wir jetzt wieder in einer Art Testkammer. Durch die Tür werden wir wahrscheinlich weiter müssen. Aber vorher müssen wir den Test lösen. Da oben ist ein niedliches Würfelchen. Okay, das macht hier den Fissler auf. Das macht hier den Fissler auf. Der Fissler geht natürlich wieder zu, wenn ich von dem Button runtergehe. Das hätte mir irgendwie logisch sein können. War es aber nicht. Am Boden ist keine Portalfläche, in die ich reinspringen könnte. Nein. Also ist schon, nämlich hier, aber von da komme ich hier nicht hin. Andererseits bin ich ja auch ein Hornochse, wenn ich dann zu Fuß hinlatsche. Ich habe vergessen, mit Portalen zu denken. Schweb, schweb, schweb. Wir kommen nicht ganz zu dem Cube, weil ich ja auch irgendwie dämlich war. Hier muss der Flutlichttunnel hochgehen. Und wenn ich dann ganz hochgegangen bin, dann ping. Und dann sollte das klappen. Jo, da haben wir unseren Cube und das Licht ist aus. Und das Licht ist wieder an und wer beobachtet uns da? Ist das ein Aperture-Wissenschaftler? Oder ist es Cave Johnson? Oder ist es der Slenderman? Oder ist es einfach nur Flo, der sich anguckt, wie ich den Test löse? Möglichkeiten gibt's viele. Und da oben stehen noch zwei Slendermans. Wie auch immer. Wie auch immer. Wir müssen aber den Würfel nicht da hinten stehen lassen, sondern der muss hier auf diesen schönen Button. Guck nicht so blöd, ich überleg ja schon. Hm.
Also da oben ist ein Stück weit kein Fessler. Das hat bestimmt irgendwie seinen Grund. Das hat ganz bestimmt irgendwie seinen Grund. Hab ich die offene Stelle getroffen? Wie hab die offene Stelle trifft? Gut, gut. In dem Fall... In dem Fall. Irgendwie will da noch nicht so ganz der richtige Gedankenanstoß kommen. Also, ja. Wenn jetzt der Würfel da hinten wäre, dann wäre die Sache ja schön, aber... Wenn der Fistler hier auf der Seite nicht wäre, könnte ich den Würfel ja auch problemlos rüberschweben lassen. Selber rüberschweben kann ich auch nicht, beziehungsweise kann ich schon, aber in dem Fistler gehen meine Portale kaputt. Und außerdem, wozu sollte ich fliegen müssen? Ich kann auch einfach zu Fuß hingehen. Ich glaube, wir müssen uns den Würfel nochmal da drinnen besorgen. Weil ich glaube, das war ein bisschen voreilig, dass ich den da rausgeholt habe. Hui! Da ist er ja wieder, der Gutste. So. Also. Wenn wir ein Portal da oben hinklatschen. Und das andere hier hinklatschen. Und wenn ich dann da hinten auf dem Button stehen würde, dann würde sich der Flutlichttunnel umdrehen. Ja. Problem ist, aber dass der Würfel vorher da drin sein müsste. Jo. Wenn wir den Würfel natürlich vor... Moment. Die Stelle muss ich mir merken.
scheint ziemlich mittig zu sein. Jetzt krieg ich aber natürlich kein Portal wieder an die Decke. Manometer. Und von hier aus treffe ich jetzt natürlich auch nicht die Decke über dem Flutlichttunnel. Nein. Hier geht nur die Tür auf, aber die Fissler kratzt das alles herzlich wenig. Und diesen Fissler hier kriegt man nicht. Und wenn ich den Würfel doch erstmal mit rausschmuggle, was ist dann? Dann ist der da in die Soße gefallen. Das gefällt mir. Also ich habe hier gerade einen ziemlich hohen Verschleiß an Würfeln. Also der Fissler hier ist jetzt offen und die anderen beiden werde ich nicht los. Das ist eine Tatsache. Wenn
der Würfel jetzt da hinten auf dem Schalter stehen würde, dann wäre der Flutlichttunnel genau in die andere Richtung. Dann könnte ich da jetzt reinhüpfen und würde da hinten aus dem Flutlichttunnel rauskommen. Dann würde ich den Würfel von dem Schalter runternehmen und in den Flutlichttunnel stellen. Der würde dann wieder hochschweben und hier rauskommen. Und wenn er auf Höhe von dem Fissler ist, würde ich das Portal da hinten an die Portalfläche umsetzen, mich selber auf den Schalter stellen, den Flutlichttunnel umdrehen und der Würfel würde hier reinfliegen. Das einzige Problem bei der Sache ist, wie kriege ich den Würfel da hinten hin? Das ist jetzt nicht so das große Problem. Aber Moment. Nee. Wohl. Hat die Lichtbrücke eigentlich irgendeine Funktion? Nein, ich glaube, die ist nur zur Verwirrung da. Ja. Jetzt bin ich zwar wieder hier. Aber ich krieg den Flutlichttunnel jetzt nicht wieder an die Decke. Ja, jetzt haben wir wieder das gleiche Problemchen wie vorhin. Jetzt könnte ich natürlich den Würfel in den Flutlichttunnel stellen, ganz klar. Könnte ich machen, dann würde der auch brav darüber schweben. Wenn ich dann schnell genug wäre und er nicht in die Soße plumpst, könnte ich auch darüber rennen. Dann könnte ich das Portal an die Decke schießen. Aber dann wäre das Gegenstück nicht mehr hier oben an dem verfluchten Flutlichttunnel. Kerl. Wie zum Geier ging das vorher? Irgendwann bin ich da doch schon mal drauf gekommen. Aber wie zum Teufel ging das? Mein Gott, mein Gott, mein Gott. Du da, du Endivier auf meiner Portal Gun. Wurks. So sieht die übrigens durch ein Portal gesehen aus. Ist jetzt auch eine schöne Ansicht so irgendwie mit Würfel und Lichtbrücke und Flutlichttunnel. Das ist so fast ein Screenshot wert. Aber das hilft uns natürlich trotzdem nicht weiter.
So kann der Würfel zwar nicht in die Soße plumpsen, ja, da hinten klebt er an der Wand, aber trotzdem... Aber es gibt keine bodenständigen Portalflächen, durch die ich jetzt wieder hochschweben könnte, ohne... Den kann ich da jetzt bis zum Ende aller Tage hin und her schweben lassen. Führt eigentlich dieser Flutlichttunnel hin? Also die Portalfläche war nämlich die ganze Zeit schon ein bisschen auffällig. Ist eigentlich das X da mit einem bestimmten Grund? Portalfähig ist das nicht. Platten da rausnehmen kann ich auch nicht. Hätte mich auch gewundert, weil ich mich nicht daran erinnern kann, dass ich das an dieser Stelle gekonnt hätte. Also, es ist natürlich theoretisch auch möglich, dass mich meine Erinnerung total täuscht. Oder dass die Map zwischenzeitlich mal geupdatet wurde. Oder dass der Slenderman da oben irgendwie irgendwas Übernatürliches angestellt hat. Wie auch immer. Aber was passiert eigentlich, wenn... Passiert danach, wenn... Jetzt klebt der Würfel da hinten an der Lichtbrücke. Was im Umkehrschluss heißt, wenn wir die Lichtbrücke jetzt wegnehmen, müsste der Würfel eigentlich auf den Schalter fallen, oder nicht? Ha! Schweb, schweb. Gut. Gut, gut. Hm.
Aber wie jetzt weiter? Jetzt kann... Natürlich. Aber bevor ich jetzt das Timing versemmle, wird gequicksaved. So, du schwebst hoch und sobald du da durch bist, klack. Okay, jetzt hätte ich nicht die Portale verwechseln dürfen. Krimpf. Jetzt liegt dieser Arschlochwürfel nämlich da unten. Komm her, du Miststück. Du legst dich wieder auf dieses Kreuz, das mich kreuzweise kann. Schweb, schweb. So. Also da oben ist das blaue Portal. Und da am Flutlichttunnel ist das orange Portal. Ist das klar, geliebter Chico? Also da oben ist das orange Portal. Das heißt, ich muss das blaue versetzen. Jo. Jetzt klebt nämlich der Würfel da hinten an der Wand. Jetzt stellen wir uns selber hier drauf und lassen den Würfel kommen. Ist er drin? Ist er... Wunderbar. Genau so und nicht anders sollte das sein. Und weiter geht's. Und jetzt leuchtet uns ein Lichtlein wieder den Weg. Wäre da in der Mitte was gewesen? Nix, was uns interessieren muss. Dann ein Geschütz. Ein großer Schatten eines Geschützes. Da bist du. Ziel erfasst. Produktausgabe. Ja, und ich glaube, das Ende ist auch wirklich so gedacht, dass man hier am Ende erschossen wird. Es ist ja schließlich Halloween. Da muss nicht immer alles ein Happy End mit Blümchen und rosa Elefanten haben. Da kann's auch ein bisschen gruseliger zur Sache gehen. Special thanks to you for playing. Ja, gerne geschehen und gerne mehr davon. Jo, das war die viertbeste Singleplayer-Custom-Map, die ich kenne. Und im nächsten Part wird's dann auch wieder ein bisschen pleint, weil die fünftbeste Custom-Map, die ich kenne, ist Dama GP4 Cube Training. Bevor wir die replayen, schauen wir uns aber auch dann Dama GP 1, 2 und 3 an. Und ich glaube, die habe ich sogar noch gar nicht mal gespielt. Das heißt, ich habe in meiner Top-Liste nur ganz explizit Part 4 bewertet. Und weiß gar nicht, ob nicht vielleicht der Rest vom Map-Pack ein Totalausfall sein könnte. Glaube ich zwar nicht, wenn Teil 4 so toll ist. Aber schauen wir mal. Nächstes Mal gucken wir es uns an. Aber besonders schlimm kann es ja nicht werden, weil das Eichhörnchen ist süß. Und was kann mit einem süßen Eichhörnchen schon schief gehen? In diesem Sinne, tschüss, ciao, arrivederci, bye bye, sayonara, winke, winke und bis zum nächsten Mal.